dann freue ich mich auf meine Phoenix-Rakete. Mal gucken, bei denen, das so muss ich sein, wenn man mit einer Flail beschossen wird. Was macht ihr denn hier? Junge. Ach, bin ich out of range für deine Waffen oder was? Stehe unter Beschuss! Erbitte sofortige Deckung! Ja, verpiss dich doch! Komplett aus dem Kampfgebiet, weil das bin ich alleine. Sehe ich mich auch nicht. Ah, ich hatte mein vorderes Schild durch. Okay, habe ich ihn halt gerammt, weil... Warum habe ich ihn gerammt? Genau, weil ich es kann... Oh, komm auf Null. Alpha 3? Noch ein Schuss? Wir haben ihn. Und immer noch dieses komische Ankh-Ding. Egal. Versorgungsschiff, bist du noch da? Sind auf dem Weg. Alpha mit... Ja, mein Schiff. Ja, wir sollen das Gebiet sichern. Komischer Kauz. Fliegt um mich herum, um dann oben an mich anzudocken. Vielleicht auch unten, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es bei den normalen, also bei diesen großen, die ich zuerst fliegen sollte. Beziehungsweise die größere Version und langsamere Version davon. Oben war. Ja, wieder Bewaffnung abgeschlossen. Na dann. Vollgas. So, weil ich jetzt dringend wissen will, was es ist. Geschwader Alpha. Mein Ziel ist jetzt zum Angriff über. Ja, auch das letzte, was hier ist, weil... Wir haben jetzt auch keine... Angeblich sollen jetzt hier Frachter kommen. Ach, das ist so ein... Das ist nur so ein... Dingsturm. Ein Verteidigungsturm ist das. Alpha... Mehrdeckung. Mit mir formatieren. Bin ich das eher direkt blind in diesem Dings reinfliegen. An dieser Turm, der zerstückelt nämlich hier die ganzen, der zerstückelt die ganzen Asteroiden. Weil er drauf schießt und die Schiffe, die angekommen sind, halt helfen. Deswegen ging das auch hier nicht voran, deswegen sind wir hier schon so lange an diese Mission zugange. Jojo. Ich weiß zwar nicht mal, was ihr bergen wollt. Aber ist okay. Oh, guck mal. Und Hauptziel 2. Wir hatten schon nur ein Gebiet gesichert. Kehren Sie zurück zur Basis. Gut. Hallo Jäger. Greife jetzt feindliches Schiff an. Sorry, ich meinte Abflug. Verstanden, verlasse jetzt das Kampf. Attacke! Weg hier! Und Tag, Jungs. So, so sahen wir jetzt mal von außen aus. Das habt ihr uns auch mal gesehen. Oder wir uns. Ausgezeichnete Arbeit. Naja, wir haben gesamte Staffel Beta und vom Alpha... So einen wichtigen Großbomber, den wir eigentlich auch nicht hätten gebraucht, aber egal. Ausgezeichnete Arbeit, wir haben das Gebiet gesichert und kein einziges Schiff der Hammer of Light konnte entkommen. Ihre Beharrlichkeit, mit der sie ihre Missionsziele verfolgen, ist lobenswert. Dankeschön! Der Tombaugh-Angriff.
Der terranische Geheimdienst hat in den letzten 2 Wochen die Flugdaten zu dem Angriff auf die Station Tombaugh analysiert. Das war ja das, wo es rums in 2, 3 Folgen vorher oder so ging. Dabei standen vor allem die Daten über das shivanische Schiff Lucifer im Mittelpunkt. Der Geheimdienst nimmt an, dass die Shivaner den gekaperten Kreuzer Terranis durch den Subraum bis zur Station auf dem Radar verfolgt haben. Die Lucifer. Der Geheimdienst weiß nicht, wie die Shivaner die Begleitschiffe der Terranis orten konnten. Ein Team von Ingenieuren wurde bereits angesetzt, dies herauszufinden und das Schildsystem der Lucifer zu analysieren. Da sehen wir die Lucifer. Analysieren. Anders als bei den Schilden der shivanischen Jägern und Bombern scheinen unsere Waffen gegen dieses Schildsystem nicht ausrichten zu können. Okay, erstmal so ein großes Schiff mit einem Schutzschild zu versehen, ist wahrscheinlich extrem viel schwerer. Und außerdem kann in so einem riesen Schiff natürlich auch ein riesen Reaktor drin sein. Das heißt, bis dem Schild mal Schaden gemacht wird, das dauert. Der shivanische Angriffsplan. Mit der Zerstörung der Station Tombaugh haben die Shivaner die Kontrolle über den Subraumknoten erlangt. So trennen nur noch 2 Subraum-Warps die Lucifer-Flotte von der vasudanischen Heimatwelt. Hier ist Antares, das Vasuda. Wir müssen Vasuda Prime verteidigen. Nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus eigenem Interesse. Wenn die Shivaner Kontrolle über dieses System erlangen, ist es nur noch ein Katzensprung bis zur Erde. Ortung der Erde. Ja, Vasuda? Sol. Das ist die Erde, Sol-System. Auch wenn die Nähe der Shivaner zur Erde besorgniserregend ist, haben wir doch keinen Anlass zur Annahme, dass sie genau wissen, wo sich unsere Heimatwelt befindet. Vom Ribos-Subraumknoten aus kann man unzählige Sternsysteme erreichen, die Shivaner erst einmal erkunden müssen. Es ist jedoch klar, dass sie versuchen werden, die Möglichkeiten einzugrenzen, und wir können es uns nicht leisten, weiteren Raum zu verlieren. Unsere Befehle. Der Zerstörer Lucifer wurde zuletzt im Rebos-System gesichtet, was uns vermuten lässt, dass die Shivaner ihre nächste Offensive auf das Antares-System, hier zu sehen, konzentrieren werden. Wir verlegen die Galatea mit ihrer Flotte für den Fall in das Beta Equali-System, dass die Shivaner Vasuda Prime von dort aus angreifen. Das Oberkommando schickt einen zusätzlichen Zerstörer der Orion-Klasse, die GTD Bastion, oder Bastion, auf der waren wir schon mal eingesetzt, ins Antares-System, der bei der Blockade helfen soll. Bis zu seinem Eintreffen sind wir jedoch die einzige Verteidigung. Neue Technologie. Herkulesjäger, hier zu sehen, und Synaptic-Bombe. Es ist uns gelungen, 2 neue Waffensysteme fertigzustellen, die im Kampf gegen die Shivaner sehr nützlich sein werden. Den Herkulesjäger und die Synaptic-Bombe. Informationen hierzu finden Sie im Techniker. Melden Sie sich in 20 Minuten zur Einsatzbesprechung. Das ist die zweitgeilste Waffe. Es ist eine Rakete, die ihr hier seht, wie aber auch vielleicht ihr erkennen mögt, sind vorne mehrere kleine Raketen angebracht. Was im Endeffekt sich so äußert, man schießt dieses ab, wie es da gerade zu sehen ist, dann gibt es eine Explosion und die ganzen kleinen Raketen werden quasi als wie eine Splitterbombe abgesprengt und verfolgen dann einzeln das Ziel. Womit natürlich die Abwehrung der einzelnen Raketen fast eine Unmöglichkeit darstellt. Das heißt, ein gesicherter Schuss. So, um Vasuda Prime zu schützen, werden wir jetzt die Mission Weichmacher ausführen. Es wird die GTA Galatea vom Atari-System nach Beta Equali verlegt. Ich habe irgendwie was falsch gesagt. Geschwader Alpha und Beta übernehmen die Eskorte der Galatea. Aha, jetzt müssen wir also erst rübergehen.
Bei den jüngsten Angriffen der Hammer of Light wurden die Gefechtstürme um den Warpunkt stark beschädigt. Aufgabe vom Geschwader Alpha ist die Untersuchung der Gefechtstürme auf Schäden. Geschwader Beta ist für die Deckung zuständig. Galatea wird in das Antares-System warpen, ihre Koordinaten zurücksetzen und dann nach Beta Equali warpen. In letzter Zeit hat die Hammer of Light alle Schiffe angegriffen, die durch den Warp-Punkt kamen. Ihre Aufgabe ist es, alle feindlichen Schiffe zu zerstören, auf die sie treffen. Also falls Hammer of Light kommen, was wahrscheinlich ist. So. Nachdem die Galatea nach Beta Equali gewarpt ist, wird die Einrichtung Die Einrichtung Tiula im Antares-System mit ihnen Kontakt aufnehmen. Dort erhalten sie die Anweisung für ihre nächste Mission. Der Geheimdienst hat ausdrücklich darauf bestanden, dass sie und ihr Geschwader diese Mission übernehmen. Viel Glück! Galatea bis zu ihrem Abflug. Schützen, Gefechtstürme untersuchen. Wir bekommen sogar gleich die schönen neuen Herkules-Jäger, die relativ niedrige Spitzengeschwindigkeit der Herkules-Jäger wird durch ihre außerordentliche gute Ausstattung für Offensiveinsätze wieder wettgemacht. Außerdem bietet sie eine hohe Weapon-Kapazität. Ja, wenn man schon sieht, das sieht doch schon mal nach drei Partner aus. Wir gucken einfach mal rein, womit man die so alles bestücken kann. Ja, was können die alles tragen? Ja, so viel kann sie auch nicht tragen. Er kann denn diese Bombe hier tragen? Die schöne Synaptic. Weiterentwickelte Bombe. Streuexplosion, Gebietseffekt. Sehr geniale Waffe. Ich mag sie. So what? Schauen wir hier Medusa rein und hier mal den anderen. Nur mal um zu wissen. Okay, der Medusa-Bomber sollte sie tragen können. Aber das ist doch... was war denn jetzt was? Ja, den hatten wir bei der letzten Mission. Den fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir nehmen uns einfach mal 5 von den Dingern mit. Der hat natürlich 3 Waffenschächte, aber das lassen wir mal. Und setzen da wieder einen Herkulesjäger ein. Das ist kein Herkulesjäger, das ist ein Herkulesjäger. Und dann tauschen wir die aus. So, der hat jetzt die und die. Wieso hat der Flares dabei? Fällt aber aus, meine Freunde. Kommt einmal das rein, genauso wie das da reinkommt. Wir haben die normalen. Kommt, haut doch Interceptors überall rein. So, ich habe jetzt 10 davon. Ah ne, das ist doch die die Bomber-Missile, die will ich doch gar nicht. Ich doch lieber die. Und die Stilettos. So, ihr habt das. Ich habe noch die Flailgun drinne, wo ich die gar nicht brauche. Weil wir gerade keine schweren Ziele haben. Und da geht's noch los. Und wir werden von der Sonne geblendet. So, werden wir mal als allererstes die Gefechtstürme scannen. Machen noch schnell die Zigarette aus. Nicht viel los hier, Alpha. Jo, nicht viel los hier, Alpha. Und wir fliegen direkt zusammen. Hier scheint alles in Ordnung zu sein, Beta. Wir wissen ja, Scan-Reichweite ist relativ nah, deswegen steht hier auch nicht gescannt. Auch wenn ich gerade auf meinem Bildschirm gezeigt hätte, als ob ihr es sehen würdet, dass ich gerade auf einen gewissen Punkt an meinem Bildschirm zeige. Das mache ich sonst immer gerne mit der Maus. Jemand hat die Gefechtstürme umprogrammiert. Wow. Da, Hammer of Light. Das war's wohl mit der ruhigen Patrouille. Ja, so mit der ruhigen Patrouille. Und den nächsten gleich. Haben sie doch nicht. Feuer frei.